Hi, ich bin Ferdi von CETA Automotive. Heute segeln wir im BMW 7er F-Generation. Ist ein richtig schönes Gefahrgefühl hier. Wir sind völlig entspannt am Cruisen, mit A-Modus ausgeschaltet. Bedeutet, wir haben hier unser Active Sound System nachgerüstet und zwar mit einem Aktuator. Es handelt sich um einen 37D, also einen 3 Liter Diesel-Turbomotor und serienmäßig mit Links-Doppelrohr. Der Kunde hat hier aber die 67i-Optik nachgerüstet, bedeutet mit diesen eckigen Blenden integriert im Diffusor links und rechts und hat sich halt gewünscht, dass das Fahrzeug halt auch dementsprechend klingt. Und wir sind jetzt hier halt im entspannten Cruiser-Modus aktiv unterwegs mit A-Modus aus, Fall 2. Und das heißt, wenn wir Last auf den Motor bringen, dann hören wir auch schon sofort, wie im Hintergrund das System schön laut und kräftig wird. Vor allem schön mit dem Nachzünden von den Fehlzündungen, ist schon ganz nett. Wieder unseren Trick aus, BMW-Fahrzeug, Schalthebel auf Manuel und zurück. Nochmal. Schade, hat nicht geklappt, wir sind zu langsam. Vor uns ist Verkehr. Funktioniert halt nicht immer. Also wir haben es nämlich schon ein paar Mal getestet, wenn wir so entspannt Stadtgeschwindigkeit fahren, 50 km/h, und dann quasi vom Gas gehen und schön einmal so Hebel drüber, zack, zack, hat er jetzt auch gemacht, dann macht er nämlich genauso einen schönen Gangwechsel und pappt einmal hinten nach. Ist schon ganz geil gemacht. Genau, also wir haben hier jetzt gerade das dynamische Profil an, weil das, also der Sounderzeuger, es ist ein Sounderzeuger, der wurde außen montiert. Der 37D hat ja nur links einen Schalldämpfer, das heißt rechts haben wir den Aktuator platziert. Und damit das optisch ein bisschen besser aussieht, haben wir sozusagen rechts zwei Rohre gemacht, die mit dem Aktuator sozusagen verbunden sind. Und damit, wenn man von hinten hinterher fährt, dann könnte man den Eindruck haben, dass es ein Schalldämpfer wäre. Also jetzt nur so zum optischen Teil davon, von der Umsetzung. Der Sound ist hier drin sehr gut wahrnehmbar. Das habe ich von 7er BMWs anders in Erinnerung. Das ist hier wahrscheinlich keine Doppelverglasung. Also wir hören hier das schon ziemlich gut. Selbst mit dem dynamischen Profil. Der Kunde möchte aber gerne im Alltag mit dem A-Modus fahren. Bei uns jetzt hier für die kurze Fahrt gerade ein bisschen zu viel. Das Guten ist schon echt sehr laut. Ich wechsle mal kurz das Profil. Also zu der Bedienung. Wir können über die Handy-App selber festlegen, mit welcher Taste wir das umschalten wollen. Entweder über den Fahrerlebnisschalter. Sorry, das ist hier ein bisschen verstaubt. Entweder über den Fahrerlebnisschalter, also mit den Modis hier. Oder über die ESP-Taste. Oder halt über die Start-Stop-Automatik-Taste. Und der Kunde, der sagt hier halt, das ist hier für ihn schöner, weil er startet das Auto hier und hier ist halt so eine schöne Griffnähe. Dann kann er hier mit zweimal Schalten einmal das Profil wechseln. Machen wir jetzt mal. Beim ersten Mal würde er zum Beispiel die Start-Stop-Automatik nur ausschalten und beim zweiten Mal das Profil wechseln. Wir hören sofort das heftige Blubbern im Hintergrund, weil hier halt der A-Modus an ist. Wir sind hier überall mit Fall 2 unterwegs, der Kunde, der mochte es am meisten, haben aber interessanterweise hier die Fehlzündung aus. Er sagte so, für mein Alltagsprofil will ich es schön laut und blubberig, aber ohne die Fehlzündung. Und so sind wir jetzt halt unterwegs. Es ist echt für mein Empfinden viel zu laut, also schon Geschmackssache, aber man hört es halt wirklich schön satt, dieses tiefe Geblubbere, das passt auch zum Fahrzeug. Ich meine jetzt, die Fans würden sagen, ja, 12-Zylinder-Sound passt überhaupt nicht, aber es ist halt trotzdem ein sehr großes Fahrzeug, ein Fahrzeug, was zeigt für euch, ich will auch gesehen und gehört werden, und dementsprechend ist der Sound halt ziemlich krass, ne? Also das passt schon zum Fahrzeug, aber wäre für mich für den Alltag zu viel das Gute. Oder wenn man mal auf der Autobahn unterwegs ist und sagt, ich will einfach nur die ruhige Fahrt genießen, das Schaltersystem einfach aus und hat den Serien-Diesel-Sound vom 3-Liter-Motor.
So, das war's auch schon kurz und knapp vom BMW 7er F01 Generation. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Nicht vergessen, teilen, liken, kommentieren und bis zum nächsten Video.